Moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für mich geht es heute nach Oberhausen. Ich bin nämlich heute etwas früher aufgestanden. Erstmal eine Runde Brötchen holen jetzt für die Kids, für die Familie. Und ja, was mache ich in Oberhausen? Es geht um ein Interview, das ich gemeinsam mache mit dem Mann hinter Schrauberbier und Motomedia TV, Dirk. Bin immer noch total beeindruckt, dass er mich da irgendwie eingeladen hat. Wir fahren da gleich hin. Ich fahre auch gleich mit dem Moped bei dem Wetter. Das sind für mich so knapp 2 Stunden. Das sollte ja machbar sein. Dann würde ich sagen, haut da rein. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. So, mittlerweile 7.30 Uhr, ich fahre jetzt Richtung Oberhausen, Interview, Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht glauben, mit Motomedia TV und Dirk, Schrauberbier, ich glaube Bartek wird auch da sein, ich freue mich. Ich werde jetzt auf der Autobahn wieder nicht filmen, wie gesagt, ist langweilig. Heute zu Gast Motorrad Kröber in Oberhausen auf der Fahnerstraße, Suzuki und Bonner Vertragshändler. Warum sind wir hier und wer sind die beiden Menschen neben mir? Gar keine Frage, ihr kennt ihn, Bartek Street Glide Special und Buenas, amigos. Der Mario Durensohn. Hi. Alle kennen die Videos von Mario natürlich. So, warum sind wir hier? Am 26.06. Großer Charity Run Herzenswünsche. Treffpunkt 9 Uhr hier in Oberhausen, Start 10 Uhr. Kommen wir noch mal einmal ganz kurz auf das eskalierte Wochenende im Hotel Toskana zu sprechen. Brutal. Wie war es denn noch? Also ich fange mal an. Also wir wollten erstmal einen riesengroßen Dank an Hotel Toskana in Wiesbaden sagen. Es war phänomenal. Für alle, die einfach mal so kurz wissen möchten, worum es da ging. Also wir haben dann ein Gewinnspiel gewonnen und wurden da sehr herzlich aufgenommen. Nicht nur die Zimmer, sondern das komplette Team, alles drumherum war wirklich sensationell organisiert und durchgespielt. Für alle anderen, die daran Interesse haben, es finden zahlreiche Events rund um Wiesbaden und Mainz statt. Da ist natürlich Hotel Toskana genau das Richtige. Wer natürlich das Perfekte sucht, das heißt 9-Sterne-Haus, der ist natürlich da falsch. Wer als Biker gerne dahin kommen will, der wirklich ein super Hotel mit allem drum und dran hat, ist genau da richtig. Michael fährt selber auch Motorrad, das heißt, der weiß ganz genau, was das Herz begehrt. Und ich denke mal, dann gebe ich mal rüber an den Mario. Der kann dann auch noch was dazu sagen. Ja, vieles Ding eigentlich mir beizupflichten. Also ich bin immer noch sprachlos, was da passiert ist. Ich habe mir die ganzen YouTube-Videos zusammengeschnitten. Ich war nur am Grinsen. Also wir hatten so viel Spaß. Das Schrauberbier hat auch sehr gut geschmeckt. Ja, absolut Wahnsinn. Also nochmal auch vielen Dank an Michael, die Familie, das gesamte Hotel Toskana und auch an dich, Dirk. Also was da auf die Beine gestellt wurde, absoluter Wahnsinn. Ich habe fertig. Also wie gesagt, bleibt dran, genießt den Tag, ich freue mich auf euch und wir sehen uns am 26. Bleibt dran. Dankeschön. Danke. So, den ersten Teil jetzt gedreht. Ja, man ist irgendwie ziemlich nervös, aber gut, ist ja für einen guten Zweck, ne? Was soll's. Hier einmal schon mal direkt diese Mützen, die man kriegt.
auch in Zukunft. Ja, Wahnsinn, ey. Krass, aber komische Situation auf jeden Fall. Sonst, wenn man Harley fährt und alleine labert, dann ist das was ganz anderes, ne? Ja, das ist schon ein bisschen strange. Sollten sich irgendwelche Leute daneben benehmen, wird es für uns alle am Ende Konsequenzen haben. Deswegen bitte ich alle um Vernunft. Das Ganze ist eine Herzensangelegenheit. Wir sind da jetzt nicht auf irgendeiner Stuntshow, da der eine oder andere da was zeigen möchte. Da achtet so oder so keiner drauf. Achtet auf eure Mitmenschen, die mit euch fahren. Passt auf euch auf. Und denkt daran, Kolonnenfahren ist nicht wie mit einem Fahrrad mit dreimal durch die Gegend tuckern. Deswegen alle schön drauf achten. So, jetzt haben wir das nächste einmal gedreht. Ja, schon krank, ey. Warte, guckt sich gerade ein paar Sachen an. Hammer. So, das erste Ding wurde gedreht. Alle happy, denke ich mal. Danke nochmal an euch beiden auf jeden Fall auch, ne? War eine geile Nummer. Aber ich war schon ein bisschen nervös am Anfang, muss ich sagen. Ja, also. Das war was ganz anderes wie früher. Immer, da kannst du normalerweise Remi Demi machen, aber in so einem Haus, wo die Leute laufen, das geht nicht. Weißt du, seriös, das ist nichts für die Jungs. Seriös können die nicht. Und immer, das wollten wir euch auch nochmal gesagt haben. Alle, die Interesse haben an Supersportler oder auch Enduros, ey, hier in Oberhausen, beim Körper seid ihr genau richtig. Und an alle Fahrschulen, geht nicht zu euren Händlern, kommt hier hin. Hier habt ihr die besten Konditionen. In dem Sinne, ciao. Ja, Leute. Ich bin jetzt wieder in der Heimat. Oberhausen war sowas von cool. Viele Grüße auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle an Dirk, an Bartek. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Also ich weiß echt nicht, in was ich hier reingeraten bin. Wir haben gerade den ersten Dreh gehabt, ja, so eine Art Ansage-Video, informatives Video zu dem Charity Run, den wir planen. Das wird definitiv, das kann ich jetzt schon mal versprechen, der größte Charity Run 2021. Ich bin so begeistert, das ist absolut echt unglaublich. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ich war echt total nervös, ne? Also, keine Ahnung, hier so ein bisschen freisprechen alleine auf dem Moped. Ist nicht so das Thema, aber wenn man dann halt von einer anderen Kamera spricht, mit anderen Leuten und so weiter, dann guckt noch der ein oder andere zu. Ja, das ist schon ein anderes Gefühl auf jeden Fall. Naja, ich glaube, es war trotzdem ganz okay. Man ist ja mal relativ selbstkritisch teilweise. Ich freue mich total. Und wie gesagt, alter Schwede, was geht hier gerade ab? Ich kann das kaum in Worte fassen. Dirk, an dieser Stelle, das geht nochmal ganz besonders an dich. Was machst du mit mir, Mann? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also, ich bin einfach dankbar, dass ich dabei sein darf. Also, ich habe das schon so oft gesagt in diversen Videos, aber es ist einfach gerade eine absolut geile Zeit für mich. Ich habe hier einfach Spaß mit meinem Hobby. Ich drehe das Ganze, ich stelle das online. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also, im Grunde kann das jeder machen. Ich meine, ganz ehrlich, also Dirk, der hat ganz andere Themen auf seinem Tisch. Theoretisch hätte der mit mir überhaupt gar nichts machen müssen. Und das kam alles proaktiv von ihm. Also Wahnsinn. Ich bin dir echt unendlich dankbar für diese Chance. Auch, dass wir noch weitere Projekte machen wollen. Der Film, der jetzt gedreht wird, dieser gesamte Charity Run, Alter, das ist echt unglaublich. Unglaublich. Wie gesagt, ich glaube, ihr merkt es auch ein bisschen. Ich kann eigentlich gerade kaum Worte dafür finden. Das ist hier alles irgendwie so als Spaß entstanden. Ne? Mit meinem Kumpel Hubertus zum Sauerland haben wir uns gedacht, kaufen wir uns mal ein paar GoPros, beziehungsweise zwei Stück, und machen da einfach für uns so ein kleines Filmchen über die Tour. Dann haben wir das Ganze ja einfach mal so aus Spaß online gestellt und ja, wie gesagt, also bis dato die Resonanz ist echt Wahnsinn. Danke an jeden Einzelnen von euch. Ja, ich bin echt dankbar. Ich freue mich einfach auch total für diese Kinder. Dieses ganze Projekt da, was Dirk auf die Beine gestellt hat. Alter Schwede. Das ist so cool, Mann. Das ist so cool. Das gibt es eigentlich heutzutage viel zu selten. Auch das, was Michael gerissen hat da mit dem Hotel Toskana, also man hat sich am Anfang echt die Frage gestellt, was will der denn?
der lädt uns einfach alle ein. Man ist ja schon echt in so einer komischen Blase mittlerweile, dass man, das ist, ich schäme mich eigentlich, das fast zu sagen, man war am Anfang schon so ein bisschen skeptisch auch. Aber ich hab, das war alles richtig, alles zu 1000%. Und einen ganz, 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 ganz wirklich besonderen Dank, und der kommt vom ganzen Herzen, gilt meiner Frau. Ich liebe dich. Also was du, dass du den ganzen Quatsch mitmachst, den ich immer so ständig hier fabriziere, das würde mit Sicherheit nicht jede mitmachen. Wie gesagt, also auch ganz besonders dir nochmal vielen, vielen Dank, wenn du das siehst. Was noch dazu kommt, erschwerend, muss man dazu sagen, es kann wirklich jetzt jeden Tag unser Kind kommen. Also Entbindungstermin ist der 1. Juli. Und dass ich jetzt hier nochmal eben nach Oberhausen fahren kann für einen halben Tag. Zwei Kinder zu Hause. Boah. Also, wie gesagt, da muss ich irgendwas machen noch. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder alles zurückgeben kann. Also da muss ich mir auf jeden Fall nach der Geburt, und wenn das Ganze sich wieder beruhigt hat, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Du bist die Beste. Was ein geiler Tag. Echt. Und es ist gerade mal 14:30 Uhr. Ich werde jetzt ganz brav sein, alles tun, was meine Frau verlangt. Also wenn euch das Ganze hier gefällt, wir stecken da wirklich einen Haufen Arbeit rein. Da geht wirklich viel Zeit drauf. Abonniert gerne meinen Kanal. Abonniert den Kanal von Moto Media Official. Wie gesagt, da wird in Zukunft einiges kommen. Der Film von dem Charity Run, der wird absolut hardcore. Ich kann noch nicht allzu viel verraten, aber das wird der Hammer. In diesem Sinne nochmals, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der dieses ganze Projekt hier unterstützt, und wünsche euch noch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende, und bleibt gesund, haut rein, ciao.